weil sie kann nicht Minecraft, das spiele ich mit meinem besten Freund immer nur im Kreativmodus. Weil wir eigentlich immer nur bauen, einfach nur in Ruhe bauen wollen. Ja, aber das fände ich hier auf Dauer langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ja, das macht da jetzt keinen Sinn. Also wenn ich das mit meinem besten Freund spiele, dann schalten wir immer in den Vegan-Mode, weil er immer etwas Panik kriegt, wenn die kommen. Da wird er mal etwas hysterisch. Das ist immer sehr lustig. Aber wie gesagt, ich fände es hier ein bisschen auf Dauer langweilig, wenn hier nichts los wäre. Ja. Ach, ist ja noch dunkel. Ja. Schokolade. Ja. So, dann. Oh, blöd. So. Kann wieder so ein bisschen auf die Jagd gehen, glaube Bisschen ich, Geld ne? verbrennen. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Wir sollten jetzt natürlich noch ein bisschen mehr auf der Hut bleiben, weil A, wir sind nur zu dritt und B, Feinde. Schauen. Ich krieg's zwar jetzt nicht gerade. Wenn jetzt hier mal ein paar Rehe auftauchen würden, wäre auch nicht schlecht. Ja, das ist ja auch super hier. Gerade als ich dahergehen will, tauchte die Mauer auf. Die war nämlich gerade noch weg. Das hatte ich auch, aber ich bin auch ganz knapp. Erstmal einen mitgekriegt, jetzt bin ich fast tot. Auch super. So, was können wir denn hier noch so bauen? Da sind wir auch schon recht weit eigentlich mit der Mauer, ne? Hm. Da vorne laufen zwei Mutanten rum. Ja, ich höre ihn auch schon wieder brüllen. So ein Spinnenvieh, das und so Ui, ein. ui, 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 ui. Ja, ich höre es gerade auch im. Also erstmal, wenn ich hier rauskomme, jetzt hat er nämlich gerade wieder die Mauer aufgebaut hier. So. Oh, da ist ein Reh. Mal gucken, ob ich das kriege. Man traut sich auch nicht, irgendwie das Licht anzumachen, wenn die so in der Nähe rumschleichen. Wenn ich ehrlich bin, traue ich mich in der Nacht nicht mal so wirklich weit raus. Na, vielleicht ziehen sie ja einfach weiter. Ja, oder wir gucken, ob wir schlafen können. Was hell wird. Ja, dann machen wir das doch. Das glaube ich mir am liebsten gerade, weil A sieht man dann auch ein bisschen mehr. Gut, dann kommt man mit zum Haus zurück. Dann versuchen wir das mal. Geht jetzt hier die Tür nicht auf. Was war das gerade für ein Geräusch? Habt ihr irgendwas eingebaut? Nee, Okay. also ich nicht. Weil irgendwie jetzt gerade ziemlich, als würde irgendwas versuchen, durch die Wand durchzubrechen. Das. Okay. Keine Ahnung. Gut, dann probieren wir es mal. Oh, da geht schon. Ja, müsste gehen. Da zumindest mal ein bisschen mehr Sicht haben.
Ja. Das habe ich auch noch nicht. Doch, es geht. Das wird hell. Okay, wunderbar. Ein bisschen die Mauer weiter kriegen da. Ja. Aua. Was passiert? Falle ausgelöst. Ich glaube, ich habe ein Baby gehört irgendwo. Ich habe gerade schön einen mitbekommen, ich weiß. Haben wir den Eigenschaden an? Ich weiß nicht, wie du das eingestellt hast. Warte mal. Ja, haben wir ja ein bisschen Fleisch besorgt. Nö, eigentlich haben wir keinen an. Weil ich stand gerade in dem Baum drin und krieg Schaden halt. Aber ich kann da nicht weiter, weil sie noch nichts gegessen haben. Och, warte mal. Das kann sein. Dass ich dadurch... was deswegen, ich gucke jetzt mal, dass ich mal ein bisschen auf die Jagd gehe, dass wir wieder die Ständer ein bisschen voll haben. Mhm. Ja gut, ich habe noch drei, Ja, dann sehe ich, kommt man auch so schlecht an die Fische ran irgendwie, ne? Warte mal, wo habe ich denn das hingegeben? Da hinten, pass auf, da hinten laufen wieder eine etwas größere Gruppe. An einen einfachen Mutanten halt. Okay. Ja, ich bin hier gerade auf der anderen Seite am See, um ein paar Fische hier zum Wasser zu holen. Ich bin gerade dabei, den Zaun wieder zu bauen. Du schreit mich ja, ne? Ich hatte doch irgendwas rum. So, dicker Beinchen mal gegessen. Ja, so geht's natürlich auch. Ja, hier sind aber, Leute, hier sind drei Stück, drei, vier Stück bei mir in der Nähe. Aber die laufen gerade weg. Ein Fünfter kommt aus dem Wald. Okay, die verschwinden gerade irgendwo. Aber nicht weit, sind nicht weit weg. So. Wie gesagt, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Ganz schön gruselig hier hinten allein. Ne? Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du wirklich, dass du nur, ja, wenn du nur zu dritt bist. Hier ist irgendwo ist was, ein Baby oder so. Ja, ich habe eben auch schon eins kaputt gemacht. Aua! Dreckiges von mir. Ich weiß nicht, wo es ist, das ist das Problem. Ich hasse es. Ja, komm her. Ja, hier. Habt ihr das gefunden? Ja, es ist jetzt reingegangen in den.
Im Augenwinkel habe ich es gerade auch gesehen, aber. Ja, das ist hier rein, in diese. In unser Gebiet. Aber ich habe auch wieder irgendwelche Typen kreischen hören. Wer hört, ey? Ich glaube, ich habe das gerade was noch da oben gesehen. Mach mal hier von innen die Bäume weg. Jetzt können wir ja später noch ein paar Fallen mit in die Wall setzen. Ja, bei einer Folge oder beziehungsweise bei der Folge, die vorgestern, glaube ich, rauskam, also wenn man jetzt die da habe ich auch in die Videobeschreibung geschrieben, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, außer wir. Wir machen sie sogar noch größer. Ja, genau. Aber wir sind schon wieder. Ja, ich sehe schon. Ja, ich versuche halt immer ein bisschen ein paar Sachen, ein paar Videobeschreibungen reinzusetzen. Ich hasse das, wenn man einfach irgendwelche Links nur reinklatscht, ohne irgendwie nichts sagen. Und jetzt versuche ich halt mal ein bisschen was dann. Komm mal hier. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre es doch gerade. Ja, der versucht mich hier gerade fertig zu machen. Das bist du. Ich höre aber nur Schritte. Oh, lecker an mich. Ich bin gleich tot. Mich hat auch erwischt. Ich geh mal kurz schwimmen eine Runde. Okay. Muss mir mehr holen. Oh. Ich lege gerade mal so ein bisschen rum. Ja, ich muss mir mal kurz eben eine Medizin einwerfen hier. Ich bin nämlich auch tot. Moment. Ich bin oben am Weg. Ich bin am Weg. Ja, Uschi hatte ein bisschen was. Was geht los mit dem Katana? Komm mal, haut er ab, die Sau. Ja, stimmt, ja, wir haben ja das Katana noch. Hab ich jetzt vergessen. Scheiße. Den einen habe ich noch mit. Den habe ich, das zweite habe ich noch mitgesehen. Scheiße. Wo ist er denn? Ich liege hier. Ja, warte. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin. Ich sehe, wie ich so direkt unten rumrenne. Hinter dir. Ja, ich wollte gerade das Katana ausrüsten. Ja, also ich versuche den mal eben hier wegzumachen, so ein bisschen. Der ist ein bisschen sauer. Aber nur ein bisschen. Jetzt hängt er oben auf dem Baum, der Feigling. Oh. Oh Gott, wie geht er bitte hier bitte noch? Wo ist er? Da. So, jetzt. Oh. Den hat's mal gerade ganz kurz auf den Zaun gehauen. Die Mauer ist fertig anscheinend, glaube ich. Was? Und dann könnte man am Steg weitermachen. Ja gut, ist die Mauer durch? Ja. Hab ich auch gerade geguckt. Das ist krass, dass sie schon da sind. Okay, ich hab die. Ja. Ja, ich, da läuft wieder was rum. Bist du da? Gut, dass ich einen PvP-Schaden aus habe. Ich bin gleich tot, ich bin gleich ja, tot. Ja, mich hat's auch gerade erwischt. Und zwar durch dich hindurch hat er mich dann. Hey, ich sterbe hier gerade nur noch so weg. Kann mich jemand aufheben? Ja, Moment. Mein Gott, aber. Der lässt sich gerade.
Jetzt. Ich muss mal gerade ein bisschen wegziehen, weil der kommt nämlich jetzt die ganze Zeit zu mir. Das lässt er. Katana, ich bin gleich tot, ich habe auch keine Medizin mehr. Die haben also gerade ziemlich besonders lieb. So, alle dann wieder da? Eieiei. So, eigentlich war der Plan, jetzt mal zu gucken, wie das mit der Wall aussieht. Aber es sieht tatsächlich auf den ersten Blick aus, ja, bis dahin habe ich sie nämlich gezogen, dass wir tatsächlich sie fertig haben. Das ist doch schon mal was. Achtung, Feuer! Wieso geht das nicht? Wieso lässt er sich nicht anzünden? Ja, dann können wir nämlich jetzt an Steg und Decke weitermachen. Ja. Und ein bisschen aus diesem unübersichtlichen Teil des Gebiets rausgehen. Ja, ich mach mal hier das Tor zu. Dass wir nicht irgendwie da durchhüpfen die ganze Zeit. Oh, mal in den. Könnte sein, dass hier gleich der eine Baum hier durch die Wall fällt. Nur zur Info. Ja, stimmt, man kann ja nicht auf dem Stick stehen, wenn er noch nicht komplett fertig ist. Nee, der muss erst ganz fertig sein. Brauchen wir überhaupt? Das geht ja noch. Ne? Die du gezählt hast, du jetzt gezählt oder was? Hier unten? Ja, jetzt zeigt er ja an. 67 braucht er insgesamt. Achso. Ja, okay, stimmt. Ja, der Rest ist dann oben. Die anderen 50 Klaps sind oben für die Decke. Ja. Ja, so viel würde ich jetzt tatsächlich gar nicht machen wollen ohne Markus, wenn ich ehrlich bin. Ich würde jetzt sicher in welche Höhlen nochmal gehen oder so, weil das würde ich halt machen, wenn er wieder da ist dann. Ja, zumal sonst haben wir dann nämlich nachher die ganzen Klamotten und er nicht, ne? Ja, genau, das ist es halt einfach. Ich denke. Ja, ich finde es einfach nur unfair, wie gesagt, wenn wir jetzt zu dritt sind jetzt, was weitermachen und er halt dann hinterherhängen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie viel der von dem Spiel gesehen hat und kennt. Machen wir einfach eine Baurunde, ist auch nicht verkehrt. Ja. Ja, einfach von den Wagen holen und den voll machen, ne?
Der hängt hier schön im Boden drin.